Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlett Orisa zu einem neuen Part von The World Ends With You Final Remix. Im letzten Part haben wir uns bis hierher, bis zur Bahnhofsunterführung, kurz bis vor den Boss Higashi Sawa, den stellvertretenden, beziehungsweise jetzt schon fast Spielleiter, vorgekämpft und einen kleinen Miniboss besiegt. Und zwischen dem letzten Part und diesem habe ich eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Ich habe das Level ein kleines bisschen runtergesetzt, damit es ein bisschen schwieriger für uns wird. Ich habe nochmal Essen verteilt. Neko hat den Tatsumi-Burger bekommen und Shiki noch einen Orangensaft, damit die Synchro-Rate schön gepusht wird. Pins lasse ich jetzt so. Finde ich eigentlich so ganz gut. Und Moment mal. Das ist doch ein Natural Magnum. Okay. Ich gehe jetzt einmal kurz hin und mache die Mauer auf. Und dann gehe ich wirklich zum Boss. Keine Angst, ich will nur die Mauer aufmachen. Einfach nur, damit ich dem Reaper seinen Reaper-Humor sonst wohin stecken kann. Sorry, aber die Genugtuung brauche ich jetzt. Wahrscheinlich haben wir die vom Miniboss bekommen. Ich habe zumindest nicht drauf geachtet im letzten Part, wer den gedroppt hat. Ich weiß, Neuss 20 im Neuss-Bericht droppt den. Ich habe nämlich extra nochmal nachgeguckt zur Sicherheit, aber ja. Ja. Ja, Reaper Humor. Oh, ihr habt einen. Habt ihr das Ding selbst gebastelt? Klar, ein Pin ist ein Pin. Aber wenn man ihn lang genug einsetzt, hängt man irgendwie dran. Bis dass der Tod euch scheidet? Ha, Reaper Humor. Mann, würde es euch umbringen, mal zu lachen? Har. Nö. Und hier haben wir das bunte Garn, bezaubernde Kristalle. Apropos bezaubernde Kristalle habe ich sogar schon, weil ich im 104 noch ein paar Sachen gekauft habe, ein paar Quest-Items freigeschaltet habe und so weiter. Das war aber offscreen zwischen dem vorletzten Part und diesem. Und dem letzten Part. Stimmt, das hätte ich noch sagen sollen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. So, und jetzt wieder zurück und jetzt machen wir auch wirklich den Boss. Und ja, es war eine Genugtuung, nicht zu lachen, als er seinen Reaper-Humor losgelassen hat. So, und obwohl ich es eigentlich nicht muss, weil es mittlerweile besser läuft, ich synchronisiere zur Sicherheit nochmal den Controller und jetzt geht's los. Ihr seid spät dran. Leider musste ich den Tisch decken. Der Hauptgang ist doch nicht zubereitet. Wir stehen nicht auf dem Speiseplan, sondern Sie. Ah, hallo, junge Dame. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Was ist das? Die Eifersucht in deinem Herzen, mein geheimes Gewürz. Sie ist weg. Hast du den Appetit verloren? Aber du warst grün vor Neid, missgünstig in einem hellen Goldbraun, so köstlich eifersüchtig. Stimmt, ich war eifersüchtig. So ein Glück habe ich. Man muss schon großartige Freunde haben, um eifersüchtig zu werden. Also mach dich bereit zu verlieren. Zeig's ihm. Oder sag's ihm. Ich schwöre, dass ich mein Leben wiederbekomme. Eri wartet im RG und du stehst mir nicht im Weg. Du bist fad geworden, junge Dame. Aber das macht nichts. Ein wahrer Meister kochzaubert eine leckere Mahlzeit. Auch aus den schlichtesten Zutaten. Mr. Kitaniji hat mir ein Rezept gegeben. Und das werde ich kochen. Jetzt mache ich scharfes Thunfisch-Sushi aus euch. Oh nein, nicht scharfes Thunfisch-Sushi. Nein. Und... Ach du Schande. Er wird riesengroß. Und hatte plötzlich seine Flügel so extrem und... Ja, willkommen in deiner Küche. Ich weiß schon. Nixter Taste-Test. Das kannst du vergessen. Und irgendwie, nach all den Jahren fällt mir auf, dass der Bus mir... Der Boss. Ja, erstmal hat er die Statur eines Busses, natürlich. Das wollte ich nämlich erst sagen. Aber er erinnert mich an einen Schattenborn. So ein bisschen. Wer Kingdom Hearts kennt, weiß, was ich meine. Der müsste übrigens Ovis Cantus heißen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas mit Bulle. Auf jeden Fall. So, erstmal hier noch ein bisschen reinknallen.
Nix hier minzen. Eieiei. Wir haben ja ein bisschen Schaden genommen. Das kitzelt. So. So. Glaube ich, heil mal zur Sicherheit. Ja, oh, ein Wunder, ich muss heilen. Nico ist paralysiert. Nein! Nix da, du wirst uns nicht kloppen. Du wirst uns nicht kloppen. Du wirst uns nicht flach, flach hauen. So, Shiki übernimmt jetzt gerade mal ein bisschen. Ich habe nochmal geheilt. Nee, das wirst du nicht. So, komm her. Ah! Einfach immer nur ich verklopp dich, ich verklopp dich. Aber, oh Gott, der hat ja meine Heilung gar nicht angenommen. Ich will eigentlich eine Level-3-Fusion hinbekommen. Ich muss zur Sicherheit jetzt die Level-2-Fusion leider starten. Es hilft nichts. So. Schade, ich wollte ihn eigentlich mit Pixilla erledigen. Ah, hat nicht ganz geklappt. So, da. Hä, wo war denn der Stern? Ups. Aber wir haben die Fusion hingekriegt und uns somit auch geheilt und ihn außerdem noch besiegt. Das nenne ich doch mal ein dramatisches Finale. Im letzten Moment, unsere AP sind niedrig. Ja, dein Mr. Kitaniji hilft dir jetzt auch nicht und so schlecht. Ich dachte eigentlich, ich hätte mich relativ gut angestellt und ein Scharlachita haben wir bekommen. Und Erdbeben. Kratze im leeren Raum, um ein Beben zu verursachen. Verursacht Schaden und manchmal Unbeweglichkeit bei Gegnern. Und ein Verteidigungsbonus. Oh, unverdaulich. Ich habe verloren. Gut gemacht, junge Dame. Er ist weg. Game over. Das war's. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Juhu, jetzt werden wir wieder lebendig. Was ist los? Shiki? Was? Ich glaube, dieses Licht ist nichts Schlimmes. Ja. Es fühlt sich fast an, als ob einem jemand auf die Schulter klopft. Ein herzliches Willkommen in der Welt der Lebenden. Und du hast Shiki gesagt. Neko, das war das erste Mal, dass du meinen Namen gesagt hast. Oh, echt? Neko, du hast mich bislang immer Stalker genannt. Ich sehe dich dann drüben. Du kennst den Treffpunkt, ja. Hachiko! Abgemacht. Und was? Wir sind wieder an der Kreuzung. Wir müssen doch wieder zurück sein, oder nicht? Neko wacht wieder auf. Warum? 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 Und damit endet das Kapitel Wakeless Dream. Aber was ist das? Ein erster Tag? Es geht weiter. Die Scramble Crossing. Soll ich etwa nochmal von vorne anfangen? Für was waren dann die letzten 7 Tage gut? Okay, was ist die Mission für heute? Also erst wieder im Spiel? Ich verliere nicht. Nicht jetzt, keine Chance. Spiel 1. X ist 30 plus 74. Oh Gott. P 60 Minuten. Unvollständige werden ausgelöscht. Und der Timer. Ja, er ist wieder da.
Das Format ist an, der Mission ist an, das X ist gleich 30 plus 74. Geben die uns jetzt Mathehausaufgaben auf? Sie haben letzte Woche den Spielleiter erledigt. Vielleicht ist er der Ersatz für den Klops. Dann hat er auch bestimmt andere Tricks drauf. Ich muss mich konzentrieren. Und am Leben bleiben, es hängt zu viel davon ab. Als erstes brauche ich einen Partner, den härtesten Spieler, den ich finden kann. Hachiko, dort finde ich garantiert jemand Brauchbares. Woher willst du das denn wissen, Neku? Aber, wie kommt's? Wir sind wieder im Spiel. Wir sind wieder an der Crossing. Wo ist Chiki? Wo? Was ist passiert? Gehen wir erstmal zu Hachiko und gucken wir erstmal, was hier abgeht. Das ist ja wohl pervers. Wir sollen auch diese Woche arbeiten. Stell dich nicht so an. Willst du etwa die Zusatzpunkte nicht haben? Es ist aber schon komisch, dass wir zwei Wochen hintereinander dran sind. Irgendwann ist wohl immer das erste Mal. Nicht wirklich das erste Mal, aber es ist schon eine ganze Weile her. Wahrscheinlich warst du da noch nicht da. Warst du da noch nicht da, so als Küken. Küken? Ich bin seit 2 Jahren hier und da soll ich noch ein Küken sein? Wie lange machst du das denn schon? Pff, Kleinigkeiten. Mhm. Egal, was glaubst du, was der Spielleiter... Hä? Yashiro hier? Was? Wir sollen... Was? Entspann dich, was ist denn los? Reserve, wir sollen hier einfach nur rumsitzen, das ist eine Beleidigung. Langsam, langsam, sonst platzt dir noch eine Ader. Ich sehe da eigentlich kein Problem. Wir haben diese Woche doch sowieso frei. Ach, und deshalb hasse ich deine Art von Organisation. Echt, mir gefällt das. Was kann einem denn daran gefallen? Es ist ein riesiges, kryptisches Chaos, das regt mich auf. Er kann nichts dafür. Er hat bestimmt einen verrückten Plan entwickelt, einen, den gewöhnliche Leute wie wir nie begreifen würden. Ich meine, hey. Alter, was ist das? Er gehört zu der Art wahnsinniges Genie, die Zeugs wie das hier macht. Das sieht sehr interessant aus. Kommt Leute, irgendjemand muss doch da sein. Ich brauche das. Ich muss gewinnen. Für sie und für mich. Irgendwas ist mit Chiki, oder? Also los jetzt, ich muss ein Kraftpaket finden. Neues! Verdammt, ich kann allein nichts ausrichten. Ist ja echt niemand da. Hm? Was war das? Ein Pakt? Wer bist du denn? Ein Pakt? Mit wem? Erstmal kämpfen, erstmal loslegen, okay? Gut. Über deinen neuen Partner reden wir später. Na komm schon. Nee. Die haben wir auch relativ simpel erledigt. Gut. Leistung Neku Solo gewinnen. Oh, das ist eine Leistung. Und wir haben Joshua erhalten. Führe im leeren Raum einen Hieb nach unten aus, damit Joshua sich herbei teleportiert und angreift. Ja, Name ist vorweggenommen. Vergrößert die Anzeige des Partnerpins. Vergrößert die Anzeige im Koop-Modus und Fusionsbonus. Erhöht die maximale Fusionsstufe. Für jeden dieser Sticker, den du sammelst, erhält er eine weitere Stufe. Und... Hi. Wer zum... Ich heiße Yoshia Kiryu. Aber meine Eltern nennen mich Joshua. Jetzt sag bloß nicht, du kannst mich dann wohl auch Joshua nennen. Schließlich bist du mein getreuer Partner. Dein was? Diese halbe Portion soll mein neuer Partner sein? Als ich das erste Mal da Pipsqueak gelesen habe, habe ich da aus Versehen Peanut gelesen und damit Erdnuss genannt. Ja, dieses Würstchen. Du wirkst wie ein echter Profi da. Habe ich einfach zugegriffen. Wie ein Profi? Woher willst du das wissen? Ich habe dich beobachtet, Dummerchen. Sehr beeindruckend übrigens. Hä? War er das letzte Mal auch ein Spieler? Moment, nein. Am Ende war niemand wie er dabei. Wer zum Henker ist das? Heute ist der erste Tag und überhaupt. Gehen wir es langsam an. Warum scannst du nicht erstmal die Gegend, Partner? Na gut. Irgendwas an ihm nervt mich einfach. Oh nee, gut, das geht nicht nur dir so. So, dann... Einmal scannen.
Und was? Okay, es sind zwar nur Punkte, aber wieso konnten wir ihn scannen? Hä? Was ist das? Die Poster. Was? Was habe ich da gerade gesehen? Das sah aus wie der Distrikt Odagawa? Was stimmt was nicht? Geht es dir nicht gut? Moment, habe ich ihn gerade gescannt? Ist das ein größeres Problem? Du musst dich zusammenreißen. Im Gegensatz zu anderen Leuten bin ich neu hier. Ich erwarte die erstklassige Arbeit von dir, Herr Begleiter. Mir geht's gut. Wirklich wunderbar. Können wir dann gehen? Hier stimmt was nicht. Warum konnte ich ihn scannen? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Der kommt mir sehr suspekt vor, der junge Mann. Er ist ein Spieler. Hm? Wo hängt's denn? Nirgends. Jetzt sag auch nicht, dass du noch an der Missionsmeer herumrätselst. Also bitte, die ist doch sonnenklar. X ist unser Ziel, 30 plus 74, klar? Wir sind unterwegs zum 104. Wenn du einmal nicht weiter weißt, helfe ich gern, sag nur Bescheid. Ich kann dir versprechen, dass mein Rat immer zutrifft. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du mich als Partner hast. Irgendwann erwürge ich ihn. Oh, nicht, dass es mich besonders interessieren würde, aber ich frage trotzdem, weil es praktischer ist. Hast du einen Namen? Neko. Neko, hm? Nett. Gah! Also, Neko, sollen wir? Die beiden mögen sich scheinbar gar nicht. Leider ist Joshua nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie deine letzte Partnerin Shiki. Um ihn herbeizurufen, musst du einen leeren Hieb in einem leeren Bereich des Bildschirms einen Hieb nach unten ausführen. Daraufhin erscheint Joshua und lässt Gefahrelemente auf die Gegner fallen, also Gegenstände. Greife mehrere Gegner in Folge an, um Joshuas Angriffe schrittweise zu verstärken. Und jetzt haben wir Joshuas Koop erhalten. Yay! Dann würde ich mal sagen, bevor wir zum 104 gehen, spielen wir uns doch mal ein kleines bisschen mit dir ein. Damit ich merke, was du so drauf hast und wie dein Partnerpin so läuft. Und, oh, die Musik. Ja, viel have fun, Neko. Na super. Moment, war's das schon? Nee, zum Glück nicht. Moment, heb nach unten. Wie ist mein Name? Dein Name ist, was weiß ich. Joshua. Also ich merke schon, die Fusion mit Joshua wird doch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Ach nee, er sagt, how is my aim? Oh, okay. Ich habe total oft verstanden, how is my name? Das hat ihn nur noch arroganter wirken lassen. Oder sagt er doch Name? Egal wie. So, ich versuche jetzt gerade eine Fusion zu provozieren. Na komm schon. Ach Mano. Kurz bevor ich die Fusion hatte. Ärgerlich. Ich weiß, Zeit D, das habe ich bewusst gemacht. Da muss ich wohl, glaube ich, noch einen kleinen Kampf machen. So. Nech. Aber schon interessant, dass Neko den Bereich erkannt hat. Heißt das, du hast deine Erinnerung wieder? You're
Und war das nicht in der ersten Woche ein Boss-Team? Und ja, das habe ich ganz vergessen. Herzlich willkommen zu Woche 2 übrigens. Wir haben außerdem jetzt neue... Ja, neue Neues. Das hätte ich vielleicht auch nochmal sagen sollen. So. Oh, ich habe ja die Fusion schon. Dann komm her. Was? Ach so. 1, 2, 3. Ah. Ich wusste nicht, wie die Fusion abläuft. Ich habe, das ist ja wie am Handy, also von daher. Ich muss jetzt also immer bis 3 zählen. Interessant. Eine sehr interessante Fusion. Folge mir. Die zwei haben sich wirklich sehr gern. Nicht. Aber gut, ich würde mal sagen, geben wir den beiden jungen Herren mal ein bisschen Zeit, sich kennenzulernen. In dem Sinne, ich würde hier jetzt schneiden und im nächsten Part machen wir uns dann auf zum 104. Bis dann, Leute. Bye, bye.